Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. In der letzten Folge haben wir die Tunnels durchschnitten, sind dem Hund gefolgt und das war's eigentlich schon. Wir haben ein paar Kämpfe gemacht und haben jemanden zugeguckt, wie er böse gelacht hat, mehrmals. Das war eigentlich die Zusammenfassung. Heute wird's aber ein bisschen spannender. Heute haben wir einen kleinen, großen Kampf für uns. Ja, das ergibt Sinn. Leute, ich wünsche euch viel Spaß. Wie dieser Hund sein, ne? Noch so ein Köter. Wir sind also noch auf dem richtigen Weg. Ist das da vielleicht ein Geheimgang oder so? Irgendwo, wo ich Loot bekomme? Ha! Eine Kiste. Oh, ich wusste es. Ich habe einen Riecher für sowas. Lederschutzreif. Aha. Hat sich schon gelohnt. Jetzt habe ich nämlich Geld umsonst ausgegeben, weil das Ding wahrscheinlich richtig gut ist. Und es hört sich nach Tiefe an. Magische Abwehr. Ja, komm. Da haben wir auf jeden Fall einen Materia-Slot mehr. Und wir sollten hier irgendwas reinnehmen. Analyse ist schon maximiert. Auto-Vita haben wir schon drin. Tifa hat ihr Heilen verloren. Das war das, was wir verloren haben, ne? Ja. Chakra. Heilung 30% verlorener TP. Das müsste eigentlich Cloud tragen. Weißt du was, dann nimm du Frost tiefer. Ne? Und dann gehen wir zu Cloud. Und gehen auf Frost und geben ihm Chakra. Das sind immerhin 30%, die wir heilen. Das ist schon nicht schlecht. Und wir kriegen halt mehr ATB als die anderen. Die Eindringlinge! Hab ich gar nichts gemacht. Ah, da. Zwei Leute? Naja. Schön gewonnen. Naja. Will ich mal nichts zu sagen. Hat sich jetzt nicht gelohnt für die. Du kannst Stamp echt nicht leiden, was, Barrett? Der Kleine kann nichts dafür. Aber ich kann es nicht ausstehen, dass sie das Ding so glorifizieren. Als Inbegriff der Loyalität sozusagen. Der arme Stamp. Das erinnert mich an ein Buch von Marlene. Mit einem riesigen Labyrinth, das nie enden will. Wohin man auch geht, nichts als Wände. Einfach zerstören. Du redest ja schon wie Barrett. Ich nehm's zurück. Bornierter Lackaffe. Ist das dieser Roboter? Oder ist es einfach nur ein Zug? Was ich nicht verstehe ist, ich habe jetzt schon... Nein. Ich habe jetzt schon öfters in den Einstellungen die Audio umgestellt. Und zwar haben wir die Sprachaufgabe auf 10. Lege die Lautstärke der Sprachausgabe fest. Je höher der Wert, desto lauter wird sie abgespielt. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass sie immer lauter sind als die Musik. Oder andersrum, dass die Musik lauter ist als die Stimmen. Hier passiert irgendwas. Mist. Hey, wartet mal kurz. Hierher. Der Weg wird schwerer bewacht, als ich gedacht habe. Scheint ein ganzes Nest hier zu sein. Werden wir wohl ausräuchern müssen. Ja gut, dafür hätten wir uns nicht absprechen müssen. Okay, schleichen wir uns an. Wir werden uns nicht kommen sehen. Geronimo! Da sind sie! Wir sind euch immer einen Schritt voraus! Da muss ich mal eine Analyse starten. Analyse auf den Raketenwerfer. Bin mal so frei. So, habe ich jetzt alle drei analysiert? Umblättern, R1. Nö. Ich dachte schon. Sieht so aus. So, Blitz ist wirksam. Aha, ein autonomes Abwehrsystem aus der Abteilung für Waffenentwicklung.
Es rotiert für eine lückenlose 360-Grad-Überwachung und schießt zielsuchende Raketen ab. Sobald seine Sensoren Eindringlinge erfassen, seine Schockleiste wird nur durch elementneutrale und blitzelementare Magie gefüllt. Mit blitzelementarer Magie lässt sie sich... Was lässt sie sich? Was? Wo bin ich? Achso, ich kann doch umschalten. Ah, cool. Lässt sie sich am schnellsten füllen. Ah, das ist cool. Feuer und Blitz. Na gut. Dieser scheiß Flammenwerfer, ne? Au. Aber der muss hier zuerst leiden. Blitz, ne? Ich ignoriere jetzt einfach mal den Flammenwerfer. Das Ding muss so schnell wie möglich hier weg. Ach du Scheiße! Was ist denn jetzt passiert? Okay, wie schalte ich jetzt um? Charakter wechseln. Ja, ich weiß, was Tifa ist. Scheiße, ich habe auch keine Möglichkeit gerade, mich zu heilen. Dieser Flammenwerfer-Typi, ne? Alter Schwede. Puh. Alles im Griff. Alter, jetzt kommen noch Raketen dazu. Okay, blocken bringt auch nichts gegen den. Nein, weg, deck! Oh, danke schön. Weißt du was? Jetzt kommt hier Blitz und dann kümmern wir uns um den Flammenwerfer Heini. Ich hab genug. Alter. Weich doch aus, Mann. Okay. Oh, ich hab Limit. Nice. Auf jeden Fall gegen den. Was sind zwei Brandgardisten? Achso. Jetzt wird abgerechnet. Jetzt wäre ich dabei fast gestorben. wir setzen mal Chuck rein. Nice. Kostet natürlich alles weg. MP, aber gut. Einmal Offensivhaltung und dann werden wir das Ganze schnell hier mal beenden. Weißt du, was Blitz bringt? Eigentlich gar nichts, ne? Ja, komm. Machen wir mal einen Mutangriff. Ja, tiefer ausweichen. Stufe gestiegen. Nice. Was du nicht sagst. Kann ich mich irgendwo heilen? Ansonsten, ich habe ja noch ein paar Milliarden Heiltränke. Ziehen wir uns die mal rein. Die werden mir auch hinterhergeschmissen, wie sonst was, ne? Von daher... Vor allem, das war ja noch nicht mal das fette Bossviech. Oh, scheiße, das war der falsche. Das fette Bossviech kommt ja noch. Dass ich daran krepiert bin. Das sagt mir auf jeden Fall schon einiges. Und jetzt gehen wir gleich um die Ecke und dann können wir uns da ausruhen. 100 pro. Barrett ist ein richtiger Tank mit 2300 Leben, Alter. Bald haben wir den Geheimgang erreicht. Plan E läuft wie am Schnürchen, was? Oder ist unser Herr Soldat da anderer Meinung? Der Plan stammt von Biggs, oder? Mit Beteiligung von mir. Dann sind wir besser vorsichtig. Was willst du damit sagen? Ich wette, im Geheimgang sind Gegner. Und wie geheim kann ein Geheimgang sein, wenn da Gegner sind? Ich dachte, ich wusste es, ihr Dreckschweine. Ach, Gottes Willen. Ah. Ist Fragezeichenmusik, das heißt, hier gibt es eine neue Disc. La la la. Was für eine tolle Musik. Ah, das wird die Musik sein, oder? Oder ist das Materia? Gewitter. Lass uns mal gucken. Wir haben ja schon Gewitter, ne? Muss man jetzt jeden einzeln leveln? Oh mein Gott. Ich dachte, Gewitter ist Gewitter. Kann ich den hier beim Automaten kaufen?
Supertrank ist günstiger. Hm. Brauchen wir noch drei. Das heißt, es wird gleich einen fetten Bosskampf geben. Ausweich-Rundumschlag. Als Materia? Ach, Stamp. Na gut. Stamp-Musik, alles klar. Okay, Zeit für einen Boss. Du bist kein Boss. Was machst du mit den Tischen? Bin ich nicht in Ordnung. An uns kommt ihr ganz sicher nicht vorbei. Elite-Gardist. Zufälligerweise weiß ich, dass gegen dich Feuer ganz gut ist. Und zufälligerweise habe ich um die Ecke eh was zum Heilen. Deswegen. Machen wir euch einfach schnell kaputt. Gar nicht mal schlecht, Tifa. Da staunst du, was? Ja, jetzt renne ich einfach zurück und lade meine MP wieder auf. Ich weiß, es ist natürlich verschwendete Zeit, ne? Aber wisst ihr was? Wer mir das so einfach macht, mit meiner Magie umzugehen, der muss halt damit leben, dass ich auch mal nicht ausruhen gehe. Sehr schön. Oh, scheiße, ich bin hier eingesperrt. Ich hoffe nicht. Alles klar, okay. Wie ist der Tisch bis da nach hinten gekommen? Dann gibt's da irgendwas. Oh, ein paar Kisten. Und das war's eigentlich. So viele Wachen. Seltsam, was? Ja, seltsam. Terroristen laufen durch die Gegend und so viele Wachen? Hätte ich nicht mit gerechnet. Halt die Augen nach unserem treuen Freund offen. Er zeigt dir, wo der Geheimgang ist. Phönix wieder, nice. Und eine Milliarde Heiltränke wieder mal. Da ist der Hund. Die Musik ist recht actionreich. Was bedeutet, es kommt diese Geheimwaffe, ne? Ich frage mich, wo diese Geheimwaffe steckt. Kinder, könnt ihr diese Geheimwaffe sehen? Zeigt mit dem Finger drauf, wenn ihr sie seht. Hm, seltsam, wo ist sie nur? Vielleicht hier? Entdeckung! Was ist? Das stand nicht im Plan! Der meint's ernst. Verzieh dich, Schrotthaufen! Sieht aus wie so von so einem Hobbybastler. Ein älteres Modell. Ungewöhnlich. Schrotthaufen also. Er ist etwas langsamer, ja. Hat aber ausreichend Feuerkraft. Verdammt harte Nuss. Was sollen wir tun? Erstmal eine Analyse. So, immun gegen Blasen, Sprechen, Schlafen, Zahnräder, Zähne. Ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet. Leichtresistenz gegen zwei Zahnräder, ich weiß es nicht. Was gibt's da irgendwie? Ah, eine Legende gibt's auch, okay. Tobsucht. Alles klar. Stopp. Okay, ich habe keine Ahnung, was wir. Ich habe keinen Stopp. Gemach. Okay, ja, das ist schön für euch, dass ihr alle Symbole hier habt, aber ich habe das alles noch gar nicht. Naja, auf jeden Fall Blitz. Wir stürzen ihn. So. Ich wusste, ich hätte Gewitter den anderen noch beibringen müssen, ey. Gewitter! Oh Gott. Ist hier weg. So, wie sieht's bei euch aus? Magie. Oh, Blitz, hier. So, wir verbrauchen einfach alle unsere MP für den Scheiß hier. So, kommt das nächste Bein. Bein, Bein. So, Magie, Blitz. Ja, er ist gerade ein bisschen schockanfällig, ne? Wir wollen ihn ja zum Stürzen bringen. Machen wir so. Achso, geht wahrscheinlich nicht. Hä? Ich habe das falsche Bein anvisiert, ne?
Hallo, Magie? Barrel? Achso, tiefer. Ach, das ist tiefer, Magie. Ja, ich habe leider nur Eis und... Na gut. Oh Gott, abwehren. Cloud, er zielt auf dich. Ich lenke ihn auf mich. Greift ihn an. Da geht noch was. Ist das alles? Bist fertig? Kann ich kurz mal ein bisschen Blitz auf deinen Fuß machen? Stromschlag. Seht auch oh. Da. Ein Makrogenerator. Das ist sein Antriebskern. Dann haltet schön drauf. Dann wollen wir mal ein bisschen Offensivhaltung reinpauen, ne? Hä? Was? Wo sind wir jetzt? Hä? Da ist was gekommen! Das sind Drohnen! Dann lass mich mal ran! Ach Gott, ja, dann mach ich die auch mit Blitz weg. Blitz und Donner! Au, der zieht hier immer noch auf mich! Aber wir können gleich beschwören. Wollen wir beschwören einfach mal? Just for fun? Oh komm. Machen wir mal. Ich meine, wäre natürlich besser gewesen, wenn er gerade geschwächt ist, aber wir haben gesehen, das kommt sowieso eine Sequenz. Nach 2 Sekunden. Es macht also keinen Sinn zu warten. Einfach mal raushauen. So. Hast du noch Füße? Ja. So, dann machen wir einen Blitz drauf. Ja, hier mal auf das linke. Gewitter! Nein, wie nervig! Sie gehen dazwischen. Tja, wir müssen zuerst diese Dinger abschießen. Puh, nö. Sehe ich gar nicht ein. Nein! Ich hab gesagt, sehe ich gar nicht ein. Hör mir zu. Schon wieder? Na gut. Machen wir ein bisschen Blitz drauf. Er hat ja noch dieses eine Bein. Hä? Hallo, Blitz? Einfach nichts passiert. Stromschlag. Er kommt. Ich bin bereit. So, Offensivhaltung. Ausgezeichnet. Okay, ich konnte nicht abwehren. Weil ich im Allround war. Er hat doch keine Füße mehr. Na gut, dann machen wir noch ein bisschen Blitz auf ihn. Ach, Geschütz hat auch noch. Blitz und Donner. Okay, jetzt kann ich. Offensivhaltung. Gib ihm. Hör auf die Füße zu zielen. Das ist gutes Timing gewesen mit ihm. Beweg dich! Was das? Wahrscheinlich noch nicht. Wir sollten auf jeden Fall gleich ein bisschen tiefer benutzen von Barrett, um uns zu heilen. Ah, jetzt dreht er durch. Ach, scheiße. Alles klar. Ist da noch Garantie drauf? So, dann nochmal ein Gegenstand. Noch ein Supertrank auf mich. Ja, ist gut. Und wir schleudern, was zum Teufel, Magiestufe wählen. Was? Die Stufe deiner Materie hat sich erhöht. Das bedeutet, dass du nun auch höhere Magiestufen einsetzen kannst. Feuerer und Feuger sind beispielsweise verstärkte Formen der Magie Feuer. Mit der größeren Wirkung erhöht sich allerdings auch der MP-Bedarf. Während des Kampfes kannst du die Stufe einer Magie mit links und rechts auswählen. Cool. Ja, aber Feuer bringt mir ja nichts. Kann auch noch einmal Blitz machen, aber wir haben ja noch Barrett. Wir hätten uns mal mit tiefer heilen sollen, ne? Stromschienen? Was ist denn jetzt los? Ich weiß nicht. Abwehren. Weg von den Schienen. Bin weg. Oh. Er jagt Strom durch die Schienen. So. Fehlt nur das andere Geschütz. Leider habe ich keine MP mehr. Ich könnte rein theoretisch, könnte ich tiefer sagen, hey tiefer,
mach mal nicht Magie, sondern gib mir mal ein Ada an Cloud. Und dann kümmern wir uns um die Geschütze. Weil das ist halt ein Bosskampf, ne? Also kann man das schon mal machen. Hilfe. Was zum Teufel macht der da? Der dreht sich nur im Kreis. Hier kriegst du noch einen Blitz. Stromschlag. So, Barrett, dann mach du auch mal einen Blitz. Das hat nicht gereicht, ey. Ich glaube, das Abwehren gegen Feuer bringt nicht wirklich viel. Hör auf, mich anzuvisieren. Vorsicht! Oh! Gerade noch. Okay, Offensivhaltung. Und gib ihm. Ich würde sagen. Dann ist der schutzlos. Ja. Limit. Auf Frontpanzerung. Irgendwelche letzten Worte. Das tut weh. Geschafft. Das hat er davon. Jetzt sollten wir durchkommen. Ja, dann würde ich sagen, wenn wir schon können, dann Energiekern. Zack. Oh, das hat mir getan. Okay. Der Krematur wurde besiegt. Erledigt. Schlagringe bekommen. Geschieht ihm recht. Wieso hat er Schlagringe dabei? Weiter. Ja, hier lang. Easy going. Wie bedauerlich. Bericht von der Analytik. Es kam beim Kampf zu Störfrequenzen. Und dann ist die Übertragung plötzlich abgebrochen. Was für Störfrequenzen? Gestört haben höchstens eure unfähigen Finger auf dem Schaltpult. Sir, das Analysemodul hat einwandfrei funktioniert. Es kann höchstens sein, dass unser Versuchsobjekt stärker war als angenommen. Diese Unruhestifter. Die Kameras in Abschnitt E sind ausgefallen. Der Direktor. Ja. Ja. Kein Grund zur Besorgnis. Gewiss nicht. Die Ergebnisse werden uns sogar sehr nützen. Ja, selbstverständlich, Herr Direktor. Wir wissen, wohin diese Ratten wollen. Wenn es nicht an eurem Unvermögen lag, dann liefert mir den Grund für diese Störfrequenzen. Denn wenn ihr das nicht schafft, schicke ich euch als Versuchsobjekte selbst an die Front. Sir. Jetzt guckt doch nicht so. Ich bin doch im Grunde genommen ganz freundlich. Natürlich. Zu Leuten, die mir nützen. Diese Lache, das hört doch nicht mal jemand. Wieso lachst du so böse? Der Gang ist hinter dem Container. Zieht die Bäuche ein. So. Bevor ich es vergesse, Tifa hat neue Schlagringe bekommen, die sie... Glück. Oh, kriege ich eine Legende, um zu gucken, was Glück bringt? Oh, ich würde gerne gucken, was Glück bringt. Geschicklichkeit. Hackentrick. Zusatzangriff. Oh, der ist nicht schlecht. So, physische Attacke 126. Ja, sie verliert natürlich sehr viele Stats dadurch. Ist mir nicht gefallen, mag nur für 11 Angriff mehr.
Ich will nicht behaupten, dass sich das lohnt und wir haben nur zwei Materia-Slots. Ich meine, wir können die WP noch verwenden und gucken, was zum... wieder im Spiel drin? Okay. Was? Okay. Geht's, Barrett? Der arme Kerl, ich kann da einfach so durchgehen. Ich muss mich da nicht durchzwängen. Na gut, ich mache hier eine kleine Päuschen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge höchstwahrscheinlich wieder. Haut rein. Ciao.